und Feuerschutz. Ich bin mal gespannt, was er jetzt tut. Aua. Also ich muss sagen, die Missionen werden echt deutlich schwieriger. Mittlerweile. So. Sturm und Schuss würde ich gerne machen. 22% nur. Ist nicht viel. 55, ja, muss ich machen. Ich komme mit ihm eh nicht näher ran. So. Er ist auf 4 Leben runter. Mit etwas Glück kann, ja, du stehst da hinten super. Sturm und Schuss, Sturm und Schuss. Okay, bin unterwegs. Ich will den Loot haben. Illyrium-Kern und Alien-Datenspeicher. Habe die Beute. Keine Ziele verfügbar. Im Ernst? Sind überall Ziele. So. Geht klar. Es muss doch irgendwie möglich sein, den da hinten zu killen. 22% nur. Das ist nicht viel. Okay, nicht erwischt. Ich möchte jetzt nicht, dass jetzt noch einer stirbt. 22%. Schießt eine Salve ab, die das Ziel niederhält und einen Reflexschuss ermöglicht, wenn es sich rührt. Zielsicherheit des Gegners ändert sich um minus 50. Das mache ich mal. Hier kommt der Schmerz. Spurte los. Daneben. Schön. Ich glaube, das Unterstützungsfeuer hat echt was gebracht. So. Bin ich dran? Ich bin dran. So. Ach, du kannst eh nichts tun. So. Aber das sollte funktionieren. Also wenn er da jetzt nicht trifft, dann weiß ich auch nicht mehr. Und... tot. Haben wir dann jetzt alle. Es waren echt viele Gegner. Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Meines 1-5 Status bestätigt. Mission erfüllt. 14 Feinde. 3 Verwundete. 60% Trefferquote. Und Rocky hat alles, abgekriegt. Durchschnittlicher Deckungsbonus. Was heißt das eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Aber 60 Trefferquote ist wenig im Vergleich. Ich hatte ja schon mal 100%. Aber die Missionen, wir sind mittlerweile echt deutlich schwieriger geworden. Wird die Schwierigkeit der, werden die Missionen schwieriger, so wenn man weiter aufgestiegen ist im, also wenn man mehr Sachen erforscht hat? Oder nee, eigentlich nicht, weil aus der Fail-Reihe bis Folge 21 wissen wir ja, dass die auch so recht stark werden, ohne dass man da etwas dran arbeitet. Und ein langer Ladebildschirm. So, beliebige Taste drücken, machen wir.
So. Willkommen daheim. Ja, auf jeden Fall wieder viele Verletzte jetzt. So, Hightower ist jetzt auch Captain. Kettenschuss. Schießen mit einer um 15% verminderten Zielsicherheit. Wenn du das Ziel triffst, schießt du automatisch nochmal drauf. Explosive Mischung. Deine Granaten verfügen über einen um ein Feld größeren Sprengradius und richten plus 2 zusätzlichen Schaden an. Das ist geil. So, Soldat, neue Fähigkeit, Truppensicht. Haben wir noch einen Sniper? Russian Sniper. Holo-Zielen. Jeder gezielte Kanonenschuss oder schwere Geschütze. Die Granate in deinem Granatplatz erhält eine zusätzliche Verwendung. Jeder gezielte Kanonenschuss, ob Treffer oder nicht, markiert das Ziel und reduziert die Zielsicherheit deines Trupps gegen das Ziel. Ich nehme mal das Holo-Zielen. Ich habe ja letztes Mal die Granaten genommen. Gut. Einmal Kodex hier. Boah, das hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt. Archon Autopsy. Ein auf ästhetische Weise beeindruckendes Exemplar. Die verborgenen Schrecken des verschmelzens organischen Gewebes mit einer Maschine sind hier gut versteckt. Insbesondere die Waffensysteme sind für unsere eigene Anwendung interessant. Private Tatjana Guiseva ist erschüttert. Und Captain Hightower ist nicht mehr. Und Rocky ist erschüttert. Ach, warum ist Rocky denn erschüttert? Der hat voll abgeräumt. Der Sprecher ging durch die Infiltration Advance ein großes Risiko ein, also glaube ich, dass er der Sache treu ist. In der Bewegung gibt es noch einige Skeptiker, aber wir haben größere Sorgen als einen Mann auf einem Bildschirm. Na, ich bin mir da nicht sicher, ob der... Man weiß es halt nicht, wem man trauen kann. Commander, eine Vorratslieferung des Widerstands muss auch immer eingesammelt werden. Furien. Commander, nach unserem jüngsten Erfolg haben uns Mitglieder des Widerstands in Osteuropa über Bericht über Aktivitäten geliefert, die wir untersuchen sollten. Später. Ich möchte nämlich erstmal die Vorräte zu Ende aufsammeln. Und danach zum den weiteren Techniker holen. 3, 2. Ich schätze, das Ergebnis hätte ich nicht vorhersagen können, aber es ist faszinierend. Diese Schildträger sind den anderen Advent-Einheiten gar nicht so unähnlich. Ihre Rüstungen sind vielleicht das größte Unterscheidungsmerkmal. Wie immer haben unsere Truppen dieser Einheit einen Namen verliehen. Er lautet derzeit Schildträger. Erste Informationen deuten darauf hin, dass sie taktisch auf einer Ebene mit den anderen humanoiden Advent-Feldeinheiten liegt und über keine besonderen mentalen oder körperlichen Vorteile gegenüber den Offizieren und anderen Einheiten verfügt. Der Hauptunterschied scheint in der Rüstung zu liegen, die mit mehreren Schichten eines Verbundmaterials verstärkt wurde, von dem ich nur annehmen kann, dass es aus einer Variation aus Alien-Legierungen hergestellt wurde. Die metallurgische und strukturelle Analyse überlasse ich Shen und ihrem Team. Sie findet sicher eine Möglichkeit, ihre Ergebnisse in verschiedene eigene experimentelle Rüstungsprototypen zu integrieren. Experimentelle Rüstung. Unsere Autopsie des Advent-Schildträgers hat uns einige Ideen für neue Westenentwürfe geliefert, die unter Verwendung von geborgenen Illyrium-Kernen die Überlebenschancen unserer Soldaten dramatisch steigern können. So, will ich jetzt als nächstes die Archon-Autopsie machen, weil diese Dinger scheinen echt der was Archon zu bringen. Archon ist das Ergebnis einer aufwendigen Fusion von Alien-Biomaterial mit fortschrittlichen mechanischen Unterstützungssystemen und stellt an Alien-Standards gemessen ein außergewöhnlich verspieltes Design dar. Seine einzigartige Erscheinung versprüht einen Hauch von Autorität und ich kann nur vermuten, dass die Aliens ihn als eine Art Herold für ihre restlichen Truppen entworfen haben. Fragt man sich ja, wie die Aliens tatsächlich aussehen. So, haben wir eine neue Forschung reingekloppt. Vielleicht sollten wir jemand anderen finden, der die Avenger fliegt. Ich werde keine Arbeit erledigt bekommen, wenn Bradford das Schiff nicht ruhig hält. Ach, Bradford schafft das schon. Bluescreen-Protokoll, experimentelle Granaten, Rüstung. So viel im Testbereich herstellen, ist unglaublich.
So. Erstmal die restlichen Vorräte. Testbereich Spinnenanzug hergestellt. Und zum Widerstand. Saku zurück. Auf Sektor 1, die Arktis. So. Willkommen, Commander. So, ich hole mir den Ingenieur. Und Informationsbeschaffung, Schnellbau, Bonus. Jetzt kann ich den letzten Ingenieur noch irgendwo einbringen. Zum Beispiel den Energierelais. Denn das brauchen wir, wenn ich das gleich hier alles umbaue. So. 3, 2, 1. Neue Ziele erhalten. Neue Ziele für Guerilla-Einsätze. Startet ein UFO, das XCOM-Jagd behindern. Advent-Kontrollpunkte. Verringert die Vorräte bei der nächsten Vorratslieferung durch den Widerstand um 50%. Oder Viper-Geschosse. Ja, da werden wir natürlich uns um Ostafrika kümmern. Ich will doch nur, dass die Gebäude vorher noch fertig sind. Es ist doch nur noch ein Tag. Okay. So, beide Sachen weggeräumt. Sehr gut. So. Jetzt will ich die Guerilla-Taktik-Schule. Die will ich abreißen. Und hier... wie kann ich bauen? Bauen, bauen, bauen. Ah, okay. Abreißen. Alle Vorteile, die Einrichtung wert, gehen dadurch verloren. Ach, egal. Komm. So. Werkstatt. Ingenieure könnten Werkstatt um einzigartige Gremlin drohen. Bei der Werkstatt eingeleitet. So. Werkstatt bauen, dann kommt hier die Guerilla-Taktik-Schule hin. Bau der Guerilla-Taktik-Schule eingeleitet. So, Labor, Wissenschaftler, um Dr. Herrn zusätzlich unterstützen, das Tempo aller Forschungsprojekte zu beschleunigen. Sollte ich eigentlich auch mal bauen. Psi-Labor. Das Psi-Labor ermöglicht die Ausbildung von Rekruten zu Psi-Soldaten. Verteidigungsmatrix. Energierelais. Dann brauche ich mal das Advent-Geschütze. Energierelais. Schattenkammer. Dr. Teigen, die Durchführung hochspezialisierter Prozesse zur Entschlüsselung der wertvollsten Geheime der Aliens. Bau der Schattenkammer. Unsere Energiesysteme arbeiten am Limit und haben keine freien Kapazitäten mehr, sodass wir unsere Einrichtung nicht weiter ausbauen können. Ja, ich arbeite dran. So. Im Testbereich könnte ich dann auch noch darunter ziehen, theoretisch. Energierelais verbessert. So, das heißt, ich müsste jetzt eigentlich... Habe ich jetzt direkt schon mehr Energie? Man weiß es nicht. 7 Tage dauert das alles. Dann entferne ich mal den Ingenieur noch hier. Dauert das alles 7 Tage. Und... räume hier schon mal die nächsten Trümmer weg. So. Perfekt. Das heißt, wir haben jetzt hier richtig viele Bauprojekte. Aber ich habe die gekauften Fortschritte mit mehr Leuten unterwegs, die habe ich nicht verloren, oder? Hoffe ich zumindest. 27 von 33, okay.
Naja, wir werden es beim nächsten Mal rausfinden, denn ich mache jetzt wieder eine kleine Aufnahmepause. Es ist wieder soweit. Ich muss auch alle 2 Stunden eine Aufnahmepause machen, weil ansonsten, also so circa alle 2 Stunden, weil irgendwie, weiß ich nicht, OBS kriegt das nicht hin. Nach 2 Stunden brechen bei dem die FPS ein. Ich sehe das dann immer und dann muss ich aufhören. Und deswegen mache ich jetzt eine kleine Aufnahmepause. Und nächstes Mal kümmern wir uns um die düsteren, um die düsteren Ereignisse. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.